Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria, die Xbox 360 Version. Und dieses, die Xbox 360 Version, habe ich schon voll vermisst von Minecraft. Und keine Sorge, wie gesagt, Minecraft Update wird bald kommen. Vermutlich auch noch diesen Monat, also März. Und dann wird das weitergehen. Für die Leute, die jetzt irgendwie immer nicht so richtig verstanden haben. Wow, habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr da gerade gesehen habt, aber da war gerade so ein derber Lag und ich habe keine Ahnung, wovon das kam. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen hier weiter rumlatschen und die Welt erkunden. Und weil ich ja eben nach rechts gegangen bin, werde ich jetzt einfach mal nach links gehen. Und Modus wechseln. Ja, da war jetzt sehr schlau, einfach so unter sich das Zeug wegzubauen. Ich baue mir so eine Treppe hin, damit ich da auch einfacher hochkomme. So, da dürfte jetzt eigentlich funktionieren. Und da sind Spinnenweben. Ich habe meine Fackel in die Hand. Bin gespannt, was uns erwartet. Bei dem Spiel hat man irgendwie so den Abenteuerfaktor total. Ich weiß nicht warum, aber oh, da kommt Slime. Jetzt wird aus den Fackeln platziert. Toll. Hammer. Ich weiß auch gerade gar nicht, woraus man ja praktisch die nächste Stufe von Waffen baut. So, jetzt. Keine Ahnung. Zum Beispiel eine Eisenspitzhacke oder so, keine Ahnung. Da weiß ich gar nichts von. Was habe ich gerade gekriegt? Oh, falscher Knopf. Y, Inventar. Ich hab voll viele Spinnennetze. Was kann man denn damit machen? Ich glaube, man kann den Typen nur ansprechen, der jetzt bei mir im Haus ist. Den einfach ansprechen und dann sagt er einem, was man mit den Sachen machen kann. Soweit ich weiß. Ich tue mal den Heiltrank hier in Inventar. Ich habe 4 Pfeile als Munition, okay? So. Aber wir wollen ja noch ein bisschen weiter hier durch, ne? Oh, hier kommt man ganz einfach durch. Huh, Ing. Ma. Oh. Ich will nur mal so einen pinken Slime sehen. Der war so selten, glaube ich. Also der soll zumindest ziemlich selten sein. Erst was passiert, ich sehe den und renne erstmal weg. Na gut, ich habe den aber auch, glaube ich, gar nicht besiegt bekommen. Der war ja doch schon recht stark, beziehungsweise hatte relativ viel Leben. Kann das sein, dass da gar nichts ist? Egal, dann sammle ich jetzt halt ein bisschen Dreck. Das ist auch voll wertvoll. Da ist nichts, oder? Hatte ich schon mal eine Fackel raus, dass da doch was ist? Da unten ist nur so komische Steinscheiße. Toll, umsonst hingegangen. Ich meine, da waren jetzt zwar ein paar Krüge, aber egal. Ich will nochmal so eine Schatzkiste finden. Da war die coole Waffe drin, die ich jetzt habe. Der Speer. Der ist derbe. Wie kann man eigentlich damit nochmal angreifen? Ach so, genau. Das ist Slime. Ich werde ihn töten. Ja. Ja, ja. Wow. Das war aber ein sehr starker Rückstoß. Hat ja auch dabei gestanden, dass er sowas hat. Ma. Bist du dumm, um zu treffen, ey? Ja, genau. Hä? Oh. Okay, man kann anscheinend nicht durch so Wände oder so gesagt, besser gesagt, keine Ahnung, durch, ja, einen Boden oder so durch angreifen. Das funktioniert schon mal nicht. Aber das funktioniert. Oh Gott. Ich komme darüber. Ma, ich komme doch nicht darüber. Oh, ich hoffe es nicht. Oh nein! Gott, schmeiße ich erstmal meinen geilen Speer weg, ey. Nein, ich drücke mal die falsche Taste. Ich bin irgendwie gewohnt, warum auch immer, Start zu drücken. Wo ist denn die ganze Dreckscheiße da? Die habe ich natürlich eben schlauerweise weggetan. Okay, gehen wir Holz austauschen. Ich will die Welt jetzt nicht so verundingsen. Verundingsen. So, so, so. So, ich meine, das sieht jetzt auch saunatürlich aus, aber egal. Das Stein, das brauche ich irgendwie nicht. Oh Gott, landet der genau auf meinem Kopf, ey. Ja! Oh, scheiße. Ich will mal so ein Lebenskristall finden, aber ich denke, da muss man total weit runter. Weil durch so Lebenskristalle, die sind, glaube ich, praktisch so wie ein Herzcontainer, bekommen wir halt ein Herz dazu. Oh, da unten ist eine Mini-Höhle. Da habe ich jetzt eigentlich überhaupt nicht angegriffen, aber egal. So, hier kann ich jetzt probieren, ob man... Okay, geht nicht. Ja! Oh cool, da kam ein Herz raus. So. Ich kann ein bisschen Holz mitholen, wenn ich eh schon hier bin. Kupfermünze, lame. Oh, hier ist dunkel, ich sehe nicht viel. Ihr wahrscheinlich auch nicht, deswegen mache ich da mal eine Fackel hin. Oh, da war gar nichts drin. Aua! Man sieht, ich bin noch ein relativ großer Noob. Ich treffe noch mal so einen Klibberteil da. Oh, ganz viel Geld. Sonst noch was? Sieht nicht so aus, ne? Nein.
Jetzt war da bestimmt so ein derbes Super-Item, was ich dafür übersehen habe. Und ich glaube, ich grab mich gleich einfach mal ein bisschen nach unten, um irgendwie, ja, keine Ahnung, in so eine andere Höhle oder so zu kommen. Weil wenn ich jetzt hier einfach nur rumrenne, kommt, glaube ich, nicht viel dabei raus. Und ich finde die Musik schön. Ich meine, irgendwann wird die mich bestimmt nerven. Vielleicht werde ich dann auch wie bei Minecraft so eine Playlist da reinklatschen und die Musik hier halt ausstellen, die Ingame-Musik. Und ja, aber noch finde ich die cool. Und das von dem Zeug, was, glaube ich, Eisen ist. Aber ich irgendwie, keine Ahnung, ist das wahrscheinlich ganz selten, deswegen brauche ich dann irgendwie nicht mitzuholen. Oh, sag ich so oft, irgendwie schwacher Heiltrank, auch cool. Ja! Der war Rückstoß. Aua. Einfach so kaputt gematscht. Ich frage mich gerade, wie weit ich noch hier rüber rennen soll. Oh, das ist eine große Quelle, sage ich jetzt mal davon. Oh, und das ist, glaube ich, unser erster kleiner Wassersee. Wassersee, hä? Egal. Wie pixelt das da unten ein bisschen rum? Egal. Alles egal. Ich will einfach mal ein bisschen erkunden. Oh, das ist schon... Nee, doch nicht. Doch keine Höhle. Wie weit gehe ich denn jetzt noch? Da ist eine Höhle. Ich glaube, da gehe ich jetzt noch rein, dann gehe ich mal wieder zurück und dann hole ich mir vielleicht noch ein paar Bäume hiervon mit. Au, scheiße. Nein. Oh, genau, mit einem Hammer einen Baum fällen. Das wäre schon cool. Ob das klappen würde? Ich weiß es nicht. Ich glaube mal eher nicht. Wow. Yay, yeah, Spannung pur. Boah. Wo ist denn das Holzstück da jetzt hingebackt? Das ist im Boden, das geht gar nicht. Ich muss mal kurz derbe Rotz. Ach du Scheiße, was hat denn? WTF? Oh, jetzt habe ich aus den Heiltrank gesoffen. Das ist total schlau gewesen. Stirb, Geier! Da kommen noch mehr. WTF? Auch wir sind in der Wüste, deswegen. Neues Biom. Cool. Ma. Yay. Wow. Ich finde den Rückstoß von dem Teil hier schon cool. Aua. Oh Gott, es wird Nacht. Was ist das denn? Okay. Ein Sumpf oder so. Oh, ich glaube, da gehe ich jetzt lieber mal nicht hin. Das sieht dann doch schon ein bisschen stark aus. Wow. Aua. WTF. Oh oh. Oh Gott, das ist so ein Pinky-Ding. Jetzt ausgerechnet muss ich weglaufen. Geh weg. Oh Gott. Geh bitte weg. Gerade so den Heiltrank saufen. Ma, ich wollte doch in die Höhle da reingehen, aber jetzt will ich erstmal den Pinky da töten. Nein, wo ist denn der jetzt hin? Oh Gott. Wohl so stark sind die gar nicht. Die haben ganz so viel Leben. Treffen können die auch nicht. Dann stirb, du Maxi-Fresser. Maxi-King. Oder so. Oh Gott, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Hä, irgendwie kommt der nicht. Hat der jetzt Schiss vor mir? Oh Gott. Geh weg. Angst. Ja, knallruhig gegen die Wüste. Wow. Obwohl, der geht eigentlich, weil die Waffe hier ist relativ, glaube ich, gut, um den zu besiegen. Da kam eine Silbermünze raus. Nein, jetzt ist der Pinky weg. Wo war der denn? Scheiße. Ich glaube, ich sollte mich echt in das Biom da hinten begeben. Das ist ein bisschen gefährlich. Ah ja! Einfach drüber gejumpt. Mal, da war wieder so ein Pinky. Ausgerechnet in dem Moment, wo ich wegrenne. Oh Gott. Kannst du bitte weggehen? Da ist so ein blauer Schleim. Oh, geh weg. Aua, du auch. Von ein Loch reingebäscht. Hilfe? Okay. Jetzt ist ein abgehauen. Ah, da ist ein. Boah, die kommen immer wieder. Aber das sind dann die ersten neuen Monster, die ich sehe. Ich habe auch noch nie so ein Monster da gesehen. Muss ich sagen. Keine Ahnung, was das ist. Ein Seelenfresser. Aber eben der hieß Maxi-Fresser. War dann anscheinend was anderes, ne? Ah, okay, so stark sind die anscheinend doch nicht. Da kommt ja nicht wirklich viel raus, außer ein bisschen Geld. Wo ich ja sagen muss, dass ich überhaupt nicht weiß, wie viel hier Geld wert ist. Das ist irgendwie dumm, Mann. Aber ich weiß jetzt nicht, ob jetzt so eine Silbermünze gut ist oder nicht. Ich denke mal nicht. Ich denke, so Waffen kosten Goldmünzen. Oder irgendwas Geiles halt. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass das hier jetzt noch nicht so viel wert ist.
Wenn doch, dann yay, freue ich mich mal so ein bisschen. Hier ist dunkel, macht mir Angst. Macht mir eigentlich in dem Spiel hier alles Angst. Da unten ist irgendwas. Genaue Angabe. So, so. So, so. So. Nein. Oh, was ist denn da? So, okay. Ich bin da. Fackeln klatschen. Oh, Holzpfeile gekriegt. Gott, wo bin ich? Ja gut, nachts lohnt es sich eigentlich hier rumzurennen, weil ich kann nachts im Haus eh nichts machen, weil ich noch zu dumm bin, für ein Bett zu bauen. Falls das geht, ich weiß es irgendwie mal nicht so richtig. Oh, können eigentlich so Monster spawnen oder so was? Ja, ich weiß nicht. Ich mach lieber mal ein bisschen Licht hin. Weil ich das ja jetzt nicht wirklich weiß. Und dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, ne? So. Und Fackeln habe ich auch nicht mehr viele. Ein schwacher Heiltrank wieder, das ist schon mal gut. Vielleicht hier ist dann mal eine Höhle, nicht das, was ich eben erkundet habe. Obwohl, da habe ich auch eine Schatzkiste drin gefunden. Also beim letzten Mal meine ich jetzt. Silbermünze, Kupfermünze, schwacher Heiltrank. Ich finde gleich irgendwas, was ich total nicht raff, und dann ist das super selten und dann lasse ich das einfach liegen oder so. Boah, ich mach die ganze Zeit derbe Rotz. Das ist gesagt gerade so schön zum Zuhören, ich weiß. Das ist so komisches Eisen. Was hat denn? Ist das Lehm oder sowas in der Art? Ich glaube schon, ne? Sieht zumindest so aus. Oh Gott. Ja, warum kommt jetzt so Musik? Ich fand eben die Musik schöner. So, jetzt schnell hier was hinbauen, damit ich da wieder hochkomme. Oh, das geht schon, cool. Das ist Schatzküste. Schatzküste, genau. Yay. Lol. Oh, die sind ja mal stark. Oh Gott, die sind ja richtig stark. Schütz mich, Spinnennetz. Ma, ich wollte doch nur die Schatzkiste da haben. Warum? Woll mich dann jeder töten? Warum woll mich dann jeder töten? Jetzt kommt da noch einer, ich krieg zu viel. Geh da weg! Ey, die kommen ja immer wieder. Ich krieg zu viel. Ich will nur die Schatzkiste haben. Nein! Oh Gott! Das war keine gute Idee. Hilfe? Ey, WTF. Das Schöne ist, für euch ist halt vermutlich gerade saudunkel und ich kann gerade nicht so richtig was dagegen machen. Außer vielleicht eine Fackel platzieren, weil ich jetzt auch mache. Gott. Jetzt gib mir da das. Was ist da drin? Was ist das denn? Wurfmesser, lol. Flinkheitstrank, aber ich entpacke das jetzt mal lieber schnell alles. Weil nachher verkacke ich noch, wenn ich hier irgendwas im Wasser rumschwimme, mache ich mir ein bisschen Angst. Kupfermünze, okay. Lol, die schwimmen im Wasser da rum, ey. Ist ja übertrieben. Genau, ich baue jetzt hier unten, wo total gefährlich ist, sowas ab, ne? Aber eben war da oben direkt, wo hell war sogar noch sowas, und das lasse ich liegen. Gibt Sinn, ne? Aber ich fühle mich hier gerade eigentlich relativ sicher, weil ich wüsste jetzt nicht, von wo da irgendwas herkommen soll, was mich töten könnte. Ich hätte schon mal gerne eine neue Spitzhacke oder so. Und ich habe bisher sogar noch kein anderes Erz gesehen. Ist mir mal aufgefallen. Ich buddel mich mal hier runter, vielleicht ist ja was Cooles. Sieht irgendwie fast ganz so aus, ne? Außer so derbe tötende Zombies, die den Gehirn essen wollen. Und hin und her jumpen, wie so Bekloppte. Hilfe. Oh, hier komme ich gar nicht hoch. Stimmt, da wurde ich eben angegriffen und bin panisch weggerannt. Ah, hier komme ich hoch. Oh Gott, jetzt kommt ja noch so einer. Die sind aber schon leicht dumm, ne? Die rennen immer darum, wo man selbst ist. Egal, ob man auf welcher Höhe man ist. Oh Gott. Ah, okay, der ist jetzt ein bisschen sehr dumm gewesen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber nach Hause. Ich gerade überhaupt nicht so richtig weiß, was ich machen soll. Da habe ich einen Lehmblock hingebaut oder sowas. Irgendwas anderes ist das. Oder das sieht nur anders aus wegen Licht. Anstatt ich einfach abbaue, wisst ihr? Ah, nein, ist zu einfach. Ich renne. Oh Gott, was ist das denn? Ach, so ein Auge. Ich renne jetzt erstmal ein bisschen mit einer Fackel hier rum, dann seht ihr mehr. Ist zwar saugefährlich, aber egal. Oh Gott, voll in die Fresse. Ich denke zwar eigentlich eher, dass das dem Auge mehr wehtut, wenn,
wenn das eine in die Fresse hüpft, aber egal. Ist so ein Auge nicht total empfindlich, irgendwie, so. Oh, geht weg, ey. Ja, von den Teilen kann ich so Linsen kriegen, die hätte ich gerne. Okay, das ist irgendwie doch keine so gute Idee, hier stehen zu bleiben. Oh, scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich bin so noobisch. Aber andererseits, was soll ich machen?